Ne, die leben alle noch. Tschüss. Ich dachte gerade, die hätten vor meinen Augen eine. Wie viel Mühe sich die Designer und Entwickler gemacht haben, das ist so krass. Sieht so authentisch aus. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Ich könnte hier locker stundenlang rumlaufen und gucken. Pilz fahren. Artyom, ich bin hier. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Die Flüchtlinge hatten viel Glück. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles aus den Karten zurückgeblieben ist? Die Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf den Geschoss zu treffen. Und? Sie ist noch alles da. Die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Papiere! Welche Papiere? Schauen Sie, Feldwebel, können Sie uns nicht sagen, was da los ist? Wir lassen uns Ihre Ausweis. Krass. Tut mir leid, ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Artyom. Danach werden wir nicht allzu bald noch einmal so eine Chance bekommen. Wir hatten echt Glück, dass die Ranger hier waren. Dann wollen wir uns mal ausstatten, würde ich sagen. Wäre es mit etwas Munition? Wiedersehen! Komm jederzeit wieder! Lass uns weiter! Aber wieso habe ich nur 24 Patronen? Das ist doch so lächerlich. Ich würde dir gerne was verkaufen, aber du kannst nichts mehr tragen. Ich habe ein paar Brandgranaten. Das beste Mittel gegen Feinde. Ich habe auch ein paar Minen zum Sonderpreis. Die sind handverlesen. So, mehr kann ich mir nicht leisten momentan. Komm ruhig wieder! Komm, Ranger, schau her, ich hab alles! Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihren Geldern. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Wer weiß. Okay, und wieder raus aus der Station und ab. So, es ist glaube ich ein Checkpoint. Ich höre wieder für heute auf. Zu einem anderen Zeitpunkt. Nach dem Text hier. An einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt. Und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Da hat er recht. Da hat er definitiv recht. Nichtsdestotrotz sehen wir uns morgen wieder. Ich bin schlafen. Bis dann. Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Unterschied. So,
Herzlich willkommen zurück. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg. In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Gehen wir, Artyom. So, Begrüßung. Vorsicht mit den Generatoren! Der labert doch jetzt bestimmt weiter, oder? Nee? Ja, also herzlich willkommen zurück. Ich konnte leider gerade nichts sagen, weil er hier... Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Ohne Ende. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Ja, du dürfen ihn nicht verlieren. Oh. Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Die wenigen Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. Ich nenne diesen Ort den Schicksalsfluss, denn er kann dein Schicksal verändern. Den Schnee der Vergangenheit wegspülen. Die Chance auf eine andere Zukunft bieten. Wenn man in den Fluss geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort in der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Die Metro ist ein lebendiges, atmendes Ding. Mit Herzschlag, Seele und Verstand. Ja, wenn du das sagst, das hört sich alles ein bisschen verrückt an, aber... Ich glaube, dem kann ich sowieso nicht vertrauen. Ich kann ja keinem vertrauen in dem Spiel. Es lohnt sich doch immer, hier lang zu gehen. Eine Sekunde. Ihr dürft. Oh. Na? Zu spät. Wie kann ich denn die letzten Einträge lesen? Egal. Müsst ihr halt drauf verzichten. Ihr könnt ja sowieso auch nicht lesen. Hier müssen wir vorsichtig sein. Ein verlassener Ort. Verlassenes, warum müssen wir dann aufpassen? Hörst du das? Mach. Ich bräuchte mal langsam eine neue Gasmaske. Ja.
Meine Fresse. Nur ein paar Monster, sonst nichts. Ja, lass uns toll. Gehen. In Ordnung. Da ist etwas hinter den Spinnweben. Faszinierend. Ist das ein Zeichen? Das Gitter ist verrostet und schlecht befestigt. Hilf mir hier mal, Artyom. Ich mach erstmal die Tür auf. Dazu werde ich ja nachher keine Chance mehr haben. Da siehst du mal, einfach ganz so dumm. Oh. Ich hab den Scheiß doch eben erst aufgeladen. Eins, zwei. Brenn sie weiter ab, Job. Sieh nur, Wasser. Vielleicht sind wir fast da. Wir müssen ziemlich nah dran sein. Oh oh, komm für dumm euch. Tschüss. Dunkelheit umgibt uns. Wir dürfen uns darin nicht verlaufen. Ja, super. Keine Hektik jetzt. Du wirst dich von nichts überraschen. Das ist ein seltsamer Ort. Ja, da sagst du was. Du kannst dran gehen. Ich glaube, es ist für dich. Was? Ist meine Mutter tot und wird es gerade aus dem Jenseits angerufen, dass das Jenseits nennen kann. Wir müssen ins Wasser. Wir müssen ins Wasser. Hast du schon mal gesagt. Komm, sag mir nochmal. Geh ins Wasser. Und stell dir vor, was du an deinem Schicksal ändern würdest. Denk an den Schwarzen. Weiter! Geh weiter! Denk an den Schwarzen! Und der Fluss wird dich zu ihm bringen! Du sollst hier drin bleiben. Wow. Woher weiß der Fluss, wo ich hin will? Hä? Krass.